Hallo auch! Aus unserer Abteilung, wieso machst du es nicht zuerst und lässt mich sehen, wie es läuft? Hier auf der Sonnenseite kommt diese spannende Frage. Was, wenn du jeden Tag nur Fastfood essen würdest? Tja, wir wissen alle, dass Fastfood nicht gut für uns ist, aber es schmeckt einfach so gut. Doch was wäre, wenn du es jeden einzelnen Tag essen würdest? Ist es wirklich so schlecht für deinen Körper? Bevor du die Antworten auf diese Frage bekommst, klicke unbedingt auf Abonnieren und läute das Benachrichtigungsglöckchen, um nie wieder etwas auf der Sonnenseite des Lebens zu verpassen. Nummer 1. Hier kommt das Erste, das dir passieren würde. Dein Cholesterinspiegel steigt an. Jim White von den Jim White Fitness and Nutrition Studios zufolge kann der hohe Fettanteil von Junkfood zu einem Anstieg des Cholesterinspiegels beitragen. Bei einem regelmäßigen Fastfood-Konsum kann er sich so sehr verschlimmern, dass du mit Gefäßverkalkung endest. Dieses Leiden wird durch den Belag hervorgerufen, der sich in deinen Arterien ansammelt und es verhindert die natürliche Blutzufuhr des Herzens und der Organe. Fastfood senkt auch den Anteil an gutem Cholesterin oder HDL, was ebenfalls schlecht für deinen Körper ist. Ich befürchte, Fastfood ist nicht so cool, wie wir alle mal dachten. Nummer 2. Deine Knochen werden schwächer. Neben anderen schädlichen Dingen enthält Fastfood auch ziemlich viel Salz, alias Natrium, was einer der Gründe ist, wieso es so gut schmeckt. Aber selbst wenn deine Geschmacksnerven es lieben, dein Körper freut sich weniger über eine solch hohe Dosis an Salz. Amy Shapiro, Gründerin von Real Nutrition NYC, erklärt, dass eine hohe Natriumaufnahme leicht deine Knochen schwächen und sogar zu Osteoporose führen kann. Denk mal darüber nach. Nur ein köstlicher Big Mac enthält etwa 99 Gramm Natrium, was unendlich viel mehr ist, als dein Körper benötigt. Ja, die Gefahr ist ernst. Nummer 3. Dein Blutdruck steigt an. Ein stabiler Blutdruck ist entscheidend für deinen Körper und deine Speisekarte hat einen riesigen Einfluss darauf. Traurigerweise beeinflusst Fastfood ihn definitiv nicht positiv. Noch einmal, es hat alles mit dem Natrium zu tun, mit dem Junkfood vollgestopft ist. Der American Heart Association zufolge steht die regelmäßige Aufnahme von viel Salz in Verbindung mit hohem Blutdruck. Solltest du bereits darunter leiden, geh es langsam an mit den gelegentlichen Hamburgern und Pizzen. Dein Körper hat wenig Freude bei einer fastfood-lastigen Ernährung. Nummer 4. Dein Risiko einer Herzerkrankung schnellt in die Höhe. In dem meisten Fastfood findest du Fette, die aus gesättigten Fettsäuren bestehen. Das scheint erstmal keine große Sache zu sein, bis dir klar wird, dass diese Säuren leicht deinen Blutcholesterinspiegel ansteigen lassen, was das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Das klingt nicht unbedingt so strahlend, oder? Nun, es wird sogar noch interessanter. Eine niederländische Studie aus dem European Journal of Preventive Cardiology hat die Gesundheit von fast 2,5 Millionen Erwachsenen beobachtet. Dabei hat man herausgefunden, dass Menschen, die etwa 800 Meter von einem Fastfood-Restaurant entfernt wohnen, eher eine Herzerkrankung entwickeln. Sei besonders vorsichtig, wenn es einen Fastfood-Tag in der Nachbarschaft gibt. Nummer 5. Es fällt dir schwerer, dich zu erinnern. Dein Herz ist nicht das einzige, dem ein regelmäßiger Konsum gesättigter Fette schaden kann. Auch deine kognitiven Funktionen können in Mitleidenschaft gezogen werden. Der eingetragenen Ernährungsberaterin Marissa Moore zufolge beeinträchtigt eine hohe Aufnahme gesättigter Fette sowohl deine Hirnfunktion als auch dein Gedächtnis negativ. Das gilt besonders für Erinnerungsgeschwindigkeit und Flexibilität sowie Planungsgedächtnis, mit dessen Hilfe du dich an das erinnerst, was du zu tun hast. Danke, aber nein danke, Junkfood. Nummer 6. Du bekommst Karies. Wir neigen dazu zu glauben, dass nur Süßigkeiten uns Karies verschaffen können. Aber Fastfood kann deine Zähne genauso sehr ruinieren wie Kuchen. Fast alle Fastfood-Mahlzeiten enthalten Kohlenhydrate und Zucker. Eine Kombi, die die Anzahl der Säuren in deinem Mund bedeutend erhöhen kann. Diese plötzliche Veränderung kann zu einer erhöhten Aktivität von Bakterien führen, was mit dem Abbau deines Zahnschmelzes und neuen Löchern enden kann. Widerlich. Nummer 7. Du bist ständig hungrig. Das mag schwer zu glauben sein, doch Fastfood sättigt dich nicht lange. Im Gegenteil, du wirst nach mehr davon gieren. Cheeseburger, Cola, Pizza, Pommes Fritz. Tja,
All diese Produkte haben einen geringeren Nährstoffanteil, was bedeutet, sie geben dir zwar ein befriedigendes Sättigungsgefühl, aber nur für eine kurze Zeit. Auch Amy Shapiro bestätigt das und sagt, dass Junkfood im Prinzip leeres Essen ist, ohne die nötigen Nährstoffe, die dein Körper braucht. Und auch das verschlechtert den Ruf von Fastfood wieder. Nummer 8. Deine geistige Gesundheit ist in Gefahr. Es scheint, als ob Hotdogs und Pizza jeden Tag deine Laune verbessern würden. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Eine Studie von der Universität Las Palmas de Gran Canaria und der Universität Granada, die in dem Magazin Public Health Nutrition veröffentlicht wurde, zeigte, dass Leute, die regelmäßig Fastfood essen, eine 51% höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine ausgewachsene Depression zu entwickeln. Dr. Almudena Sanchez-Villegas, die Leitautorin der Studie, erklärt, dass das Prinzip hier ein sehr simples ist. Je mehr Junkfood du isst, desto depressiver wirst du. Dieser Effekt wird dem Mangel an maßgeblichen Vitaminen und Nährstoffen im Fastfood zugeschrieben. Forscher an der Penn State kamen außerdem zu dem Schluss, dass Fastfood deine Stimmung negativ beeinträchtigt. Während die Versuchsteilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich zu Beginn gut fühlten und keinerlei dramatischen Stimmungsschwankungen erlebten, gaben diejenigen, die ängstlich oder traurig waren, an, dass es ihnen mit der Zeit noch schlechter ging. Man kann also sicher sagen, dass ein Junkfood-Leben kein glückliches Leben ist. Nummer 9. Deine Haut verschlechtert sich. Wenn es um die Haut geht, kommt alles natürlich immer auf den oder die Einzelne an. Schließlich essen manche Menschen ziemlich oft Fastfood und haben trotzdem einen makellosen Teint. Trotzdem, das Akne-Risiko ist ziemlich hoch und die Mayo Clinic gibt Kohlenhydraten die Schuld an all den nervigen Pickeln und Mitessern. Fastfood ist sehr reich an Kohlenhydraten und das führt zu einem plötzlichen Anstieg des Blutzuckerspiegels und verursacht Akne, verstopfte Poren sowie andere Hautprobleme. Eine Studie, die Spezialisten der Universität von Auckland zusammen mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt durchgeführt haben, hat gezeigt, dass Kinder und Jugendliche, die dreimal die Woche Junkfood essen, eher eine Flecht entwickeln. Ein Leiden, bei dem die Haut gereizt ist und juckt. Hey, allein schon beim Lesen davon fühle ich mich gereizt. Wenn du also klare und gesunde Haut willst, sollte Fastfood einer deiner größten Feinde sein. Nummer 10. Du nimmst zu. Ja, Fastfood ist extrem lecker, aber der Preis, den du für jede Mahlzeit zahlst, ist die übermäßige Kalorienaufnahme, die dein Körper unweigerlich verändert. Die meisten beliebten Fastfood-Mahlzeiten enthalten etwa 1000 Kalorien, was laut dem US-Landwirtschaftsministerium mehr als die Hälfte der Menge ist, die du tatsächlich brauchst. Auch Spezialisten bestätigen den dramatischen Effekt, den Fastfood auf deinen Körper haben kann. Eine Studie der School of Public Health der University of Minnesota in Minneapolis hat bestätigt, dass eine tägliche Ernährung mit viel Fastfood zu Gewichtszunahme und Insulinresistenz führt. All das erhöht das Risiko von Fettleibigkeit und Typ 2 Diabetes. Ein Grund mehr, dem Junkfood zu entsagen. Nummer 11. Dein Atmungssystem wird schwächer. Die Gewichtszunahme und konstant übermäßige Kalorienaufnahme führen zu einer weiteren unangenehmen Folgeerscheinung. Atemwegsprobleme, darunter Asthma und Kurzatmigkeit. All diese Extrapfunde, die du dir mit dem regelmäßigen Junkfood anfutterst, üben mehr und mehr Druck auf dein Herz und deine Lungen aus, was es dir erschweren kann, ordentlich Sport zu treiben oder sogar Treppen zu steigen. Ist Fastfood es wirklich wert? Tja, da Atmen etwas ist, das ich dir empfehlen würde, jeden Tag zu tun, es liegt allein an dir. Nummer 12. Du wirst davon abhängig. Eine Studie der University of California in San Francisco führte zu eindeutigen Ergebnissen. Fastfood ist höchst suchterzeugend. Wenn du jeden einzelnen Tag Hamburger, Fritten und Limonade zu dir nimmst, wirst du langsam davon abhängig und sehnst dich psychisch nach mehr davon. Denk dir noch die Depression hinzu, die Junkfood ebenfalls verursacht, und du bekommst eine gefährliche Kombi für ein Stress-Überessen. Ich befürchte, das Urteil ist offensichtlich. Fastfood ist definitiv nichts für den täglichen Verzehr. Versteh mich nicht falsch. Es ist schön, dir hin und wieder etwas zu gönnen, aber deine Gesundheit und dein Wohlbefinden sollten immer vorgehen. Welches Fastfood magst du am meisten und wieso? Verrate es uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, diesem Video ein Like zu geben, es mit deinen Freunden und Freundinnen zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren. Bleib mit uns auf der Sonnenseite!